Es mag mal wieder ein komischer Vergleich sein auf den ersten Blick, aber gleich vorneweg, wir haben hier zwei Vollhybride stehen. Einer ein bisschen komplexer als der andere oder komplizierter vor allem. Wir haben trotzdem dasselbe Prinzip und es sieht ein bisschen komisch aus, dieser Vergleich, aber von der Antriebstechnologie, und deswegen stehen diese beiden Fahrzeuge auch bei uns zusammen, sind sie gar nicht. Auf der linken Seite, zu ihrer rechten, haben wir nämlich hier bei automativ.de, damit auch ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Benjamin, haben wir den Suzuki Swayze Hybrid mit 1,8 Liter Vierzylinder Benzinmotor an einen leistungsverzweigten Hybridantrieb, also mit einem leistungsverzweigten Hybridantrieb, einem Riemen-Starter-Generator drin plus einer starken Elektromaschine noch an Bord. Eigentlich ist das der kleine, die kleine Version des Corolla Hybrid, den es ja mit 2,0 Liter Motor, Vierzylinder gibt, Saugmotor und mit 1,8 Liter. Aber hier in Lizenzbau, damit Suzuki seine CO2-Ziele erreichen kann, eben als Suzuki Swayze. Preise, Ausstattung und das Ganze nochmal im Anschluss und im ausführlichen Einzeltest, den Sie hier sehen. Und zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, der Renault Clio E-Tech 140, sprich 140 PS hier an Bord. Die Nomenklatur von Renault ist ja immer ganz schön einfach zu deuten. Wir haben hier drei Motoren, die im Zusammenspiel mit einer Batterie, genauso natürlich wie auch beim Swayze oder Corolla, wie er hier steht, im Zusammenspiel ungefähr 8 oder 9 verschiedene Antriebsmodis gibt. Wir haben hier nämlich einen Startergenerator mit 15 kW und einen leistungsstärkeren E-Motor, der im Getriebe sitzt, in diesem Multimode-Getriebe. Der hat nochmal 35 Kilowatt Leistung. Ja, und insgesamt bringt das dieses Auto dann auf eine Systemleistung von 140 PS. Und hier bringt das dieses Auto, der Suzuki Swayze, auf eine Systemleistung von 122 PS. Beides, wie gesagt, Vollhybride, nicht mit externem Stecker ladbar, sondern sie versorgen sich beide selber im ganz normalen fahrdynamischen Programm. Das heißt, wenn man ganz normal fährt, dann versorgt sich diese beide Batterie, die hinten jeweils sitzt und ziemlich klein ist, also so um die unter 1 Kilowattstunde an Leistung, an Kapazität hat, versorgt sich diese Batterie selbst. Ja, diese beiden Fahrzeuge, die haben wir heute hier stehen. Der Schwerpunkt dieser beiden Fahrzeuge ist, wie gesagt, der hybride Antriebsstrang, die Leistung, auch die Fahrdynamik. Wie fühlt sich's an? Wie geht das alles? Wie funktioniert das alles? Wie weit kann ich vor allem rein elektrisch fahren? Und kann ich mit dem jeweiligen Schalter dieser rein elektrischen Taste, wie weit kann ich überhaupt rein elektrisch fahren? Und wie schnell geht der Motor an? Und dann geht es noch um Fahrkomfort und natürlich auch um Preise, und das sehen Sie jetzt. Fangen wir mal an, obligatorisch die Haube zu lüften, hier vorne aufzumachen, darunter zu schauen unter diesen hybriden Antriebsstrang. Da sei gleich mal gesagt, das Auto hier, dieser Antriebsstrang, der ist wirklich sehr komplex. Wir haben hier zum einen, wir haben zum einen hier einen 1,6 Liter Saugmotor an Bord, und hier rechts sehen wir den Spannungswandler, und darunter ist die E-Maschine gekoppelt, und die andere E-Maschine, die direkt am Motor sitzt, die ist Bestandteil des Getriebes, die sitzt dann noch weiter, und das ist die mit 36 Kilowatt und der Startergenerator, wie schon gesagt, mit 15 Kilowatt. Genau. Insgesamt kommen wir dann auf eine Systemleistung von 140 PS. Wir haben hier bei dem Motor, und das ist auch wieder sehr komplex, und diese Komplexität, die hat uns auch ganz besonders in der Redaktion beschäftigt, weil wir nämlich auch mit diesem Fahrzeug tatsächlich dann stehen geblieben sind auf der Autobahn. Das war unschön, aber die Gründe dafür, die waren nicht ganz klar danach. Jetzt fährt das Auto wieder gut. Es lag womöglich an einem Update, das dieses ganz neue Auto noch nicht hatte. Jetzt hat dieses Auto dieses Update und sollte damit auch besser laufen. Und es läuft auch merklich, hörbar, ein bisschen anders. Der Motor wird anders zugeschaltet als davor. Es funktioniert alles etwas geschmeidiger, zumindest bilde ich mir das so ein. Jedenfalls sicher ist, klar, es kann immer passieren, dass vor allem so ein komplexer Antriebsstrang, gerade in den ersten Monaten, wo dieses Auto mal auf dem Markt ist, ist jetzt ganz früh bei diesem Fahrzeug, dass so etwas dann irgendwann mal eben auch nicht mehr funktionieren will. Ja, genau. Der Eingriff der Werkstatt war ein ganz leichter. Sie mussten einfach nur alles zurücksetzen und dann funktionierte auch wieder alles. Für mich war es natürlich ein bisschen blöd, weil das Auto musste abgeschleppt werden. Genau. Wir haben hier für den Verbrennungsmotor 4 Gänge in dem
Getriebe vorgesehen und für die elektrischen Komponenten, also für den E-Motor, für die E-Maschine, sind es zwei Gänge und das muss eben immer kombiniert werden. Wir werden es dann auch noch sehen, wie es dann beim Fahren wirklich auch funktioniert und was man vor allem spürt, wie sportlich das ganze Fahrzeug dann sich eben verhält. Wenn wir uns den Suzuki Swayze jetzt mal anschauen, dann sieht es hier unten unter der Haube ganz anders aus. Wir haben hier den 1,8 Liter Vierzylinder-Motor, der ist schon mal einen Tick breiter als der 1,6er. Und dann haben wir hier rechts den Spannungswandler inklusive Generatoren dann darunter und E-Maschine. Auch dieses Auto hier verfügt über einen Generator, der an der Kurbelwelle angeflanscht ist, ganz genauso wie eine E-Maschine, die nochmal zusätzlich Leistung bringt. Also im Prinzip auch das Funktionsprinzip eines leistungsverzweigten Hybrids über ein CVT-Getriebe, das ja immer bei Toyota, weil wir haben hier Suzuki in Lizenzbau mit Toyota, immer auch ein Planetengetriebe darstellt. Ja, und dann hat man eben diese Drehzahlangleichung, die wir gleich noch beim Fahren sehen werden. Der Motor dreht immer im Optimum seines Drehzahlbereiches, so dass immer der optimale Wirkungsgrad erreicht wird. Das kann eben ein bisschen störend sein, das werden wir aber auch noch gleich sehen. Trotzdem kann man hier auch sehr effizient mit diesem Fahrzeug fahren. Das hatten wir ja auch schon. Ich hatte Ihnen ja auch schon den Toyota Corolla Hybrid als 2,0 Version vorgestellt. Also ein bisschen leistungsstärker, nicht mit 122 PS, sondern mit 184 PS. Da geht dann noch ein bisschen mehr Sportlichkeit als hier. Aber auch hier ist sehr dynamisches und gleichzeitig auch effizientes Fahren möglich. Und das sehen Sie jetzt. Ja, der Suzuki Swayze. Baugleich zum Toyota Corolla, jetzt habe ich wieder ausgemacht, startet immer im rein elektrischen Modus. Jetzt habe ich wieder, so jetzt, genau, jetzt ist er ready. Startet immer im rein elektrischen Modus und hört sich an, wenn man losfährt, wie eine Straßenbahn. Das ist ganz cool gemacht, wie so ein Raumschiff, einen leichten Sound. Und es ist wirklich sehr futuristisch, nicht nur seine Optik vorne ist futuristisch, sondern auch sein Sound. Wir haben hier ganz genauso wie auch im Renault Clio auch den reinen EV-Button. Das sind Parallelen der beiden Vollhybride. Und wir haben auch jeweils einen D-Modus als auch einen B-Modus. B steht für noch stärkere Rekuperation, aber die Ausführung dieser beiden Modi unterscheidet sich. Während der Toyota Corolla oder der Suzuki Swayze hier das Schleppmoment des Motors mitnimmt beim Rekuperieren, ist es beim Renault nicht. Das läuft beim Renault Clio ausschließlich über die E-Maschine, die als Generator fungiert. Hier sitzt ja auch der Generator dann beim, wenn man vom Gas geht, auch gerade aus höheren Geschwindigkeiten oder bei Bergabfahrten. Aber er nimmt das Schleppmoment eben mit, weil er wahrscheinlich direkt an die Kurbelwelle angeflanscht ist und den Motor dann eben mit hochdrehen lässt. Das verwundert irgendwann mal am Anfang. Ich werde es auch gleich zeigen, aber macht dann auch irgendwie tatsächlich Sinn, dass man das dann auch mitnimmt. Ich weiß aber allerdings nicht, inwieweit das dann nochmal mehr bringt oder bringen soll, als wenn man nur den Elektromotor als Generator laufen lässt. Genau, was wir hier sonst haben, ist ein aufgeräumtes Cockpit. Es erscheint aber, wenn man jetzt auch gerade den Vergleich nimmt, wie zum Beispiel den Renault Clio, dann erscheint es ein bisschen in die Jahre gekommen, ist auch dieses System hier, da ist der Funktionsumfang sehr, sehr gering. Also man hat hier wenig Funktionen und auch die Funktion, wenn ich jetzt hier mal zum Beispiel so ein Setup-Menü aufrufe, dann erscheint es wie aus den späten 90er Jahren, so ein Spielemenü hier in der Mitte. Das ist nicht futuristisch gestaltet. Also so futuristisch wie die Front gestaltet ist, so oldschool ist das hier alles geschaltet. Und was mir auch noch auffiel, ist natürlich, oder was jetzt hier auffällt, ist, wenn ich auf Map gehe, das hat im Toyota Corolla funktioniert, dann kam ganz normal das Navigationssystem. Hier kommt dann Navigationsfunktion, ist auf Ihrem System nicht verfügbar. Das ist natürlich wahrscheinlich eine Sache für lizenzrechtliche Probleme, die Suzuki da mit Toyota hat, schätze ich mal. Ich weiß es nicht, aber ich schätze das. Suzuki sagt offiziell, sie haben herausgefunden, dass ihre Kunden meistens über Apple CarPlay oder ganz normal über das Smartphone dann navigieren und so weiter. Wenn das so ist, dann ist das eben so. Jedenfalls haben wir die Navigationssystemfunktion nicht drin. Im Toyota Corolla kostet sie je nach Ausführung zwischen 700 und 800 Euro extra. Was jetzt hier der spannendste Bildschirm eigentlich ist, dieses gesamten Fahrzeugs, ist dieser Monitor hier.
Da sieht man nochmal die Komponenten, die wir hier haben. Den Saugbenziner vorne, dann den Elektromotor. Nur schematisch jetzt dargestellt. Genauso sitzen sie ja nicht, aber schematisch passt. Und das Diagramm, das Flussdiagramm, wo gerade der Energiefluss hinfließt. Und da sieht man auch hinten die Batterie, was für einen Ladestand sie zumindest ungefähr hat. Und wie gerade was geladen wird oder von was welcher Strom abgezweigt wird. Und das ist relativ spannend. Gerade wenn man hier mal ein bisschen länger mit dem Auto fährt, auch längere Strecken, dann kann man da so ein bisschen gucken und ein bisschen trainieren, was macht das Auto, wenn ich hier was mache und in welchem Modus bin. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Wenn ich jetzt von B gerade in D bin, das ist ja von Starkrekuperationsmodus auf den normalen D-Modus, dann ging er sofort automatisch in den EV-Mode. Und jetzt bin ich mit 36 km/h, ich habe es vorhin geschafft, bis 48 km/h, also knapp 50 km/h im EV-Mode zu fahren, ohne den Taster hier zu drücken. Denn immer wenn ich den Taster vorher gedrückt hatte, hat er den EV-Mode nicht angenommen. Auch das teilt er sich, diese Philosophie oder dieses Trotzigsein mit dem Renault Clio E-Tech. Da hat es auch nie wirklich funktioniert. Da hat er sich dann immer gemeldet. Auch wenn ich jetzt hier ganz normal fahre, ist der Motor wieder an. Jetzt gehe ich auf EV-Modus, das macht er dann nicht. Jetzt macht er es wieder. Aber erst sagt er, er macht es nicht und dann geht er doch in den EV-Mode. Das ist ein bisschen immer widersprüchlich. So. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie sportlich ist das? Wir erinnern uns, beim Toyota Corolla hatten wir hier mit dem Fahrmodus-Schalter in der Mittelkonsole mehrere Modi, also glaube ich 8 oder 9 Fahrmodi, Eco, Eco Plus, Komfort, Normal, Komfort Plus, Sport, Sport Plus. Hier haben wir im Suzuki, das mag an der kleinen Motorisierung vorne liegen, Suzuki Space, der kommt nur mit 3 Fahrmodi hier, aber es müsste eigentlich reichen. Ich finde, weniger ist hier mehr. Denn so hat man den Unterschied beim Toyota Corolla auch nicht gespürt. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf den Sportmodus und probiere jetzt mal hier einigermaßen sportlich zu fahren. Das geht schon. Das ist teilweise auch vom Einlenken ein bisschen angenehmer sogar als beim Renault Clio. Aber es ist auch weit weg von sportlich. Denn was man jetzt auch hört, ja, es geht. Also ja, es ist nicht wahnsinnig sportlich. Wenn man jetzt auch hört, der Motor, der dreht immer sehr hoch und gleich dann über das CVT bzw. Planetengetriebe die entsprechende nicht Motordrehzahl an, sondern läuft halt immer in seinem Optimum, in seinem optimalen Wirkungsgrad. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir sage, ja, ich weiß, dass Sie da draußen, viele von Ihnen, dass die ganze Technik hier toll finde. Ich finde es auch super interessant, aber das würde mich abschrecken, von so ein Auto zu kaufen. Denn man sieht es jetzt auch gleich, wenn wir hier wieder auf die Autobahn fahren, das ist ja genau die gleiche Strecke, die ich auch mit dem Renault Clio gefahren bin. Wenn ich jetzt hier ein bisschen Gas gebe, das mache ich ja gleich, dann ist das sehr, sehr laut, weil der Motor nicht so gedämmt ist wie bei Renault. Und sehr präsent dann in seinen leicht über 5000 Umdrehungen permanent läuft, also in seinem optimalen Wirkungsgraddrehzahl. Und wenn ich jetzt hier voll drauf gehe, genau, dann geht der schön von 4000 auf 4500 und 5000. Und das unterscheidet, glaube ich, auch minimal den Sportmodus von dem Eco-Modus oder Komfortmodus, denn da dreht er schneller. Gleich, also geht schneller gleich hoch auf die 5000. Jetzt sind wir auf der 5000, er läuft immer nur die 5000 und er angelt sich jetzt hoch so ganz langsam auf die 160 km/h. Wahrscheinlich werden wir es bis zum 100er Schild nicht schaffen, die 180 zu erreichen. Und es wird auch relativ laut schon. Nicht nur der Motor ist laut jetzt hier, sondern auch die Windgeräusche und das Ganze. Aber was ich sagen muss, er bleibt echt stabil hier. Genau, und jetzt gehe ich mal auf die Bremse. Okay, und jetzt rekuperiere ich, gehe ich in den B-Modus und jetzt hört man, okay, er geht in B-Modus und der Motor, die Motordrehzahl, die ist relativ weit oben. Jetzt muss ich leider ein bisschen runter, weil hier 80 ist, aber er rekuperiert und nimmt das Schleppmoment im B-Modus des Motors mit. Und das ist eine spannende Sache, die ich so bei einem Hybrid noch nicht mitbekommen hatte. Wenn ich jetzt wieder aufs Gas gehe, aufs Gaspedal gehe, dann geht er mit der Drehzahl wieder runter. Und wenn ich jetzt in D-Modus gehe, haben wir vielleicht Glück, dass er in E-Modus geht. Nee, geht er nicht. Er bleibt bei 1000 Umdrehungen, bleibt der Motor einfach an.
Das wollte er, ach, im Sportmodus. Jetzt gehe ich mal in Eco-Modus, genau. Und dann geht der Motor aus und ich kann jetzt hier zur Ampel hinsegeln. Wenn ich allerdings aufs Bremspedal wieder gehe, dann aktiviert sich der Motor wieder, geht jetzt aber für die letzten Meter wieder aus. Ja. Also kurzes Zwischenfazit zu dem Suzuki Swayze. Hier schauen wir uns mal die Front an. Wir haben hier im Prinzip genau das gleiche wie beim Toyota Corolla oder Auris, wie er früher hieß. Wir haben das einzige Teil, was hier anders ist, ist eben das Suzuki-Zeichen und diese Nase, die nach vorne kommt. Da hat Suzuki hier eigenes Branding verwendet. Ansonsten ist hier vorne alles die gleiche Front. Auch die Voll-LED-Scheinwerfer, die wir hier haben, auch mit automatischer Fernlichtsteuerung, aktivierbar über das linke Menüpanel, Knopfmenü, links neben dem Lenkrad. Das passt auch. Und wir haben ja auch ein bisschen Lufteinlassblenden hier, die nicht durchgehen. Das ist anders als beim Renault zum Beispiel. Hier haben wir jetzt nicht eine extra Bremsen- und Verwirbelungskühlluftkanal oder Luftkanal, sondern das ist alles geschlossen vorne. Aber es ist zumindest, es ist eine breite Front und sieht, finde ich, typisch schon nach japanischer Robotik aus, so ein bisschen, ja, Future-mäßig. Also ein ganz, ganz cooles Ding. An der Seite haben wir die 16 Zoll Räder, das sind die einzigen, die es bei Suzuki auch gibt. Für den Suzuki Swayze größer gibt es nicht. Bei Renault haben wir gesehen, gibt es 17 Zöller optional. Die sehen auch ein bisschen schicker aus, ein bisschen lifestyleiger. Da hat Suzuki eben nicht mehr von Toyota bekommen. Aber das Design, das ist genau das gleiche wie auch beim Toyota Corolla. Ja, Hybrid-Schriftzug an der Seite, ganz groß, so dass auch jedem auffällt, dass das hier ein Hybrid ist. Wir sind hier mit dem Auto natürlich im Kombi-Segment. Das ist auch die einzige Karosserievariante, die Toyota Suzuki zur Verfügung gestellt hat. Es gibt ja von Toyota beim Corolla gibt es ja auch noch die Kurzheck-Varianten, die dann ein bisschen sportlich sind, die dann übrigens auch im noch besseren Wettbewerbsvergleich gewesen wären, wenn wir uns einen Toyota Corolla Kurzheck genommen hätten mit dem Renault Clio E-Tech, den wir hatten. Ja, hinten sieht man auch die Ähnlichkeit oder beziehungsweise nicht Ähnlichkeit, das ist schon zu untertrieben, das gesamt gleiche Heckdesign, außer mit dem Suzuki-Logo hier, was tatsächlich ein bisschen lieblos gemacht ist, finde ich. Einfach die Blende draufgeklatscht, weil wahrscheinlich das Toyota-Logo hier zu tief in der Heckklappe drin saß und der Aufwand wäre auch einfach zu groß gewesen, das Suzuki-Logo da anstelle des Toyota-Logos zu setzen. Deswegen hat man hier ganz plakativ das Ding einfach draufgesetzt. Ja, unten ist alles gleich. Ich finde es ganz schön, weil es ist ja dieses weiß Metallic hier mit dem Kontrastschwarz da unten. Das passt schon ganz schön von der Optik. Ja, hier hinten haben wir 598, also knapp 600 Liter Kofferraumvolumen, ebenerdig, also erstens ebenerdig, aber wir können auch das gesamte Ding nochmal eine Etage tiefer setzen. Dann haben wir hier auch eine Ladekante drin, eine gewollte Ladekante und auch die seitlichen Dinger, die können wir rausnehmen. Das haben wir ja auch beim Toyota Corolla schon gezeigt. Die sind jetzt praktisch, weil jetzt kann man auch Gegenstände laden, die ein bisschen breiter sind, hat man auch noch ein bisschen mehr Kofferraumvolumen hier drin. So, und genau darunter kann man auch noch einiges verstauen. Hier ist jetzt die Ersatzradmulde leer. Da liegt kein Ersatzrad drin, deswegen kann man hier noch ordentlich viel tatsächlich reintun. Ja, genau. Hier ganz normaler Stoffbezug und diese Vorspannungen hier für die zweite Sitzreihe kann man auch noch alles umklappen. Dann fällt sie im Verhältnis 2:3. Die sind auf jeweils einer Seite, für die linke und für die rechte Seite. Das passt dann auch und dann kann man schön viel tief reinladen. Platz ist also wirklich genug und auch gerade für Hundebesitzer und so weiter. Man sieht ja, das Dach geht relativ gerade nach hinten, unterscheidet ihn von anderen Kombis, die dann vom Heck dann tatsächlich wie ein Shooting Brake eingezogen werden. Hier ist es relativ gerade, man hat eigentlich immer denselben Platz da hinten drin. Beim Toyota Corolla habe ich auch gezeigt, wie man hinten sitzt. Das ist hier genau das Gleiche. Er ist nicht der größte, auch wenn er von der Kopffreiheit in ordentlich geht, ist er hinten von der Kniefreiheit nicht der absolut beste, aber das überspringen wir jetzt, das können Sie bei Interesse nochmal beim Toyota Corolla nachschauen. Ich würde jetzt sagen, wir fahren jetzt eine Runde, weil dieser Antriebsstrang ist ja wirklich erklärungsbedürftig und auch vor allem, wie er fährt, erklärungsbedürftig und das sehen Sie jetzt. Also effizient ist das schon sehr. Ich habe jetzt hier einen Verbrauch von 7 Litern stehen. Auch jetzt hier an der Ampel, wenn ich ganz vorsichtig bin, kann ich im reinen EV-Mode, jetzt geht der Motor wieder an. Wenn man ganz vorsichtig ist, kann man wirklich also rein elektrisch hier mit dem Vollhybriden fahren, jetzt auch schon wieder. Und das macht ihn natürlich für die Stadt super effizient, weil klar, für die kurzen Distanzen, 1-2 Kilometer, sind viele Strecken dabei, wo er dann tatsächlich mit ausgeschaltetem Motor fährt.
obwohl die Batterie natürlich recht klein ist von der Kapazität, aber das macht durchaus Sinn und senkt natürlich auch den Durchschnittsverbrauch. Bloß wenn man, so wie ich, und das wollte ich gerade sagen, vorher eine recht lange Strecke recht flott gefahren ist, immer so zwischen 140 und 170, dann geht der Verbrauch in die Höhe, denn er dreht dann immer bei 5.500 Umdrehungen und auch bei einem 1,8 Liter Motor, der relativ klein ist, ist es eben ein relativ hoher spezifischer Verbrauch dadurch, den man dann realisiert. Und dann ist der Momentanverbrauch über 10 Liter. Da hört die Skala ja auf vom Momentanverbrauch. Und das treibt natürlich auch den Durchschnittsverbrauch. Und deswegen habe ich jetzt hier einen Verbrauch, Durchschnittsverbrauch von 7,0 Liter über die vergangenen rund 400 Kilometer, die ich damit gefahren bin. Nicht ganz 400 Kilometer. Und das sind dann schon wieder Regionen, die für diesen Fahrstil, den ich hatte, gut sind, aber die man auch mit anderen Autos, konventionell angetriebenen oder sogar milden Hybriden, dann leisten kann. Also das ist jetzt nicht so der wahnsinnige Effizienzvorteil. Effizienzvorteil bekommt man dann, wenn man so fährt wie jetzt, also kurz Stadt, bisschen Überland, maximal 100 km/h, und wenn man Autobahn fährt, dann nur kurz und da auch maximal 120. Und dann kann man schon so zwischen 5 und 6 Liter fahren. Ich weiß, auch Sie bei den Kommentaren beim Toyota Corolla kam das ja hoch, dass es auch Fahrzeuge gibt, die zwischen Ende der 3 Liter, 3,9, 4 Liter und 5 Liter brauchen. Aber das ist dann wirklich sehr, sehr effizientes Fahren. Ja, genau. Insgesamt würde ich sagen, Toyota Corolla oder Suzuki Swayze, wie wir ihn hier haben. Preislich ist das auch noch eine Sache, die man sich ganz, ganz, ganz genau anschauen muss. Denn der Suzuki Swayze kostet 31.500 Euro in der Comfort Plus Variante. Das ist die einzige Variante, die es auch gibt. Wenn man Toyota Corolla sich mal anschaut, auch Sondermodelle und auch einen Händler, der einem vielleicht, wobei das gilt auch für einen Suzuki-Händler natürlich, der einem vielleicht noch Sonderkonditionen gibt, dann ist man da ganz schnell auch bei ein bisschen weniger. Also so Team Deutschland Modelle von Toyota, die kosten dann um die 30.000 Euro und sind damit einen guten Tausender günstiger als das Auto hier, der Suzuki Swayze. Wahrscheinlich hat Suzuki sowieso nicht günstiger diese Toyota Autos bekommen, die Toyota Corolla. Denn Toyota sagt, wenn ihr schon die CO2-Flottenziele durch uns erreicht, dann müsst ihr auch ganz schön tief in die Tasche greifen. Und ich glaube, das wird auch ein Grund sein, dass dieses Auto nicht allzu häufig auf deutschen Straßen zu sehen ist, weil es einfach das gleiche ist wie ein Toyota Corolla und weil eben die preisliche Attraktivität für so ein Badging-Auto nicht so sehr gegeben ist. Mir ist natürlich klar, wenn wir diese beiden Fahrzeuge gegenüberstellen, also Clio auf der einen Seite und Corolla, der jetzt nicht da ist, weil wir mit dem Auto unterwegs sind, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch zwei verschiedene Klassen. Wir haben hier erstmal die Kompaktklasse für den Corolla, ist eine Klasse über dieser hier, und das ist ja hier eher Kleinwagensegment, aber trotzdem haben wir ja diese selben oder sehr ähnlichen, nicht selben, aber sehr, sehr ähnlichen Philosophien des Antriebs, also beides Vollhybride, wenn auch dann diese Steuerung untereinander dieser Komponenten abweicht, aber die Bedienung und das, was am Ende beim Fahrer dann ankommt, die ist ja dann sehr, sehr identisch, auch wenn die Abstimmung, wie gesagt, schon auch beim Fahrer ein bisschen anders ist, und genau deswegen habe ich diese beiden Fahrzeuge jetzt mal gegenübergestellt und deswegen fahren wir auch vermehrt diese Autos. Jetzt schauen wir aber ganz kurz nur, weil wir hier unterwegs sind, noch kurz an die Optik, damit das auch nicht zu kurz kommt. Wir haben hier an der Seite RS-Line, also hier bei diesem Flitzer steht hier RS-Line und dann diese zwei Rauten in Gelb. Das bedeutet, klar, wir haben hier eine stämmigere, eine sportlichere Optik, so dass der Clio auch schon aussieht wie ein RS-Clio. Hier gibt zwar irgendwie gerade kein Leider, das wäre so eine schöne Sache, aber zumindest haben wir die Optik von diesem Auto hier stehen. An der Seite gibt es da 16 Zoll Räder serienmäßig. Hier haben wir optional 17 Zoll Räder. Die sehen auch sehr sportlich aus, sehen schick aus. Das Auto sieht sowieso sehr, sehr schick aus und nicht so sportlich, sondern
auch sehr, sehr wertig. Also auch, wenn man jetzt hier an die Fugen geht, an die Spalte, all das, das sieht sehr kompakt, sehr, die Karosserie zerberstet fast vor Spannung. Also wir haben hier eine sehr, sehr hohe Oberflächenspannung bei diesem Fahrzeug. Das Blau hier, das ist optional, das ist eine Metallic-Lackierung, heißt Iron Blue Metallic. Das sieht sehr gut aus, kennen wir aber auch schon von Renault. Das ist keine neue Farbe, bei diesem Auto schaut es natürlich sehr gut aus. Ja, die Scheinwerfer vorne, die Scheinwerfersignatur und so, die kennen wir schon. Das ist alles sehr Renault-typisch, ist auch an Megane angelehnt. Die Hersteller versuchen ja immer wieder so auch den Bezug von der kleinen Wagenklasse zur Kompaktklasse herzustellen. Und dann sieht eben so ein Clio schon eher wie ein Megane aus, vor allem wenn er da in ein RS-Line-Paket noch drauf hat. Ja, dann da unten haben wir noch so ein bisschen angedeutete Lufteinlässe und da an der Seite hier, da geht es tatsächlich durch. Und das hätte man nicht gedacht oder würde man nicht denken, dass an so einem Auto hier noch an der Seite Luftdurchlässe sind, um einerseits natürlich die Kühlung für die Bremsen sicherzustellen, aber noch viel mehr Verwirbelungen hier anders zu dynamisieren. Das heißt, wir haben hier vor dem Rad, will man ja immer diese Verwirbelung möglichst klein halten. Da kommt viel an auf das Felgendesign und zum anderen kommt auch viel das darauf an, dass man hier diesen Kanal noch richtig dimensioniert, sodass die Verwirbelungen hier weit weg vom Rad gehalten werden, auch dann hier weitergetragen werden und sehr minimal gehalten werden, um natürlich den Luftwiderstand möglichst gering zu halten. Das scheint hier ein probates Mittel zu sein, um dieses Ziel zu erfüllen. Ja, hier die Scheinwerfer. Da haben wir Voll-LED-Scheinwerfer drin. Die sind nachts auch sehr, sehr gut. Das passt schon. Die kennen wir auch schon. Diese Scheinwerfer hatten wir auch schon im Megane, im Renault Megane im Test. Ja, wenn wir an die Seite mal gehen, dann haben wir hier auch eine schöne Fensterumrandung in Chrom. Sowieso sind hier ein paar Chromelemente da, zum Beispiel ja, wie ich gerade gesagt habe, auch der Flitzer. Und wir haben hier eine schön gedrungene Karosserie. Wir haben ja eine kompakte Karosserie, das unterscheidet ihn auch vom Corolla TS, weil Corolla TS ist natürlich mit 4,60 Meter ein langer Kombi. Das ist hier nicht der Fall. Da muss man dann auf den Megane tatsächlich dann auch hoffen, dass er ein ähnliches Antriebsangebot bekommt, sollte man mehr Platz benötigen. Das soll jetzt hier mal nicht Thema sein. Wir haben hier eine schön geschlossene Karosseriestruktur. Keine präzisen Kanten in den Türen drin, sondern einfach eine sehr flächige und leicht gewölbte Struktur und da unten noch den Clio-Schriftzug in den hinteren Türen drin. Auch die hinteren Türen, die lassen sich hier oben im Fenster öffnen, das ist Design. Das wollte Renault einfach hier verschwinden lassen, diese Türgriffe. Türgriffe sind ja für Designer immer ein Dorn im Auge. Deswegen sind sie froh, dass sie hinten zumindest dann diese Features hier machen konnten. Ja, und die Tür, die fühlt sich relativ wertig an. Vor allem beim Öffnen fühlt sie sich sehr wertig an. Das ist sehr, sehr schön. Beim Schließen zittert sie ein bisschen nach. Da schwingt sie ein bisschen nach und dann gibt es diesen typischen Klang, ja, der nicht ganz so perfekt ist, aber für dieses Segment hier wirklich sehr gut. Das passt auf jeden Fall, sowas hier anzubieten, für diesen Preis vor allem. Ja, wenn wir jetzt gerade hier stehen, Preis ist ja immer so eine Sache. Bei diesem Auto hier, wenn ich jetzt mal ganz rational an diese Sache herangehe, wenn ich auch gerade diese beiden Fahrzeuge hier im Vergleich habe. Wir haben zwar einen, oh jetzt springt er an, wir haben zwar einen Touring Sports, also einen TS, also einen Kombi, der länger ist und mehr Staufläche hat, mit 600 Litern Kofferraumvolumen natürlich deutlich mehr als hier, aber wir haben trotzdem ziemlich gleiche Fahrzeuge, wie ich ja eingangs auch schon sagte. Wenn ich jetzt hier dieses Auto habe, sehr sportlich, sehr schick, sehr modern, auch vom Anziehen hier, vom Antriebsstrang sehr, sehr gut und ein tolles Lenkrad, fest, alles schön sportlich und straff, dann haben wir hier einen Grundpreis in dieser Intense-Ausführung von 23.700 Euro. Der Suzuki Swayze, der startet bei über 31.000 Euro. Das ist schon mal ein richtiger Unterschied. Klar, hier ist noch ein bisschen optionale Ausstattung mit an Bord. Das heißt, wir haben hier noch optionale Ausstattung im Wert von ja, rund 4.000 Euro an Bord. Der Fahrzeugpreis, der Testwagenpreis, wie er hier steht, liegt bei 27.000 Euro. Übrigens, die genaue Ausstattungsliste, die lade ich Ihnen wieder wie gewohnt auf www.automativ.de hoch, sodass Sie das nochmal richtig anschauen können, welche Ausstattung hier an Bord ist und war, sodass Sie das nachvollziehen können. Genau, und dann ist natürlich die Frage, kaufe ich mir eher den oder lease ich mir eher den? Ich würde es eher über Leasing abdecken, da hat man noch ein paar Risiken weniger und man kann sich dieses Auto dann schön auch wieder abgeben, wenn es nach 3 Jahren dann doch nicht so gefällt, dieser hybride Antriebsstrang. Deswegen, ich würde es über Leasing regeln, aber
dann ist natürlich die Frage, ob man nicht in diesem Preisbereich bleibt, anstelle dann einen Suzuki Space oder Toyota Corolla Hybrid zu nehmen. Nur als Überlegung, wer natürlich den Mehrplatz braucht, da ist klar, da findet man bei Renault zwar auch ein Angebot, aber nicht mit diesem Antriebsstrang. So, schauen wir uns das Heck an. Ja, welche coole Perspektive von da hinten, vor allem von so tief unten. Wir haben hier ein breites Heck, das sieht sehr gut aus, vor allem mit dieser Privacy-Verglasung hier hinten, einem verlängerten Heckabriss, einer verlängerten Heckabrisskante hier oben und einem mittig gesetzten Clio-Schriftzug in der Clio, im Renault-Zeichen. Hier ist die Rückfahrkamera integriert und dann haben wir hier unten einen schönen Abschluss mit so einem leicht minimal angedeuteten Diffusor. Das sieht wirklich sehr gut aus und da vorne an der rechten Seite haben wir auch den RS-Line-Schriftzug. Was untypisch ist, ist, dass man nur mit dem Schlüssel tatsächlich das Heck öffnen kann. Also wir können hier, wenn ich auf den Schlüssel mal tippe, jetzt habe ich wieder die Zündung angemacht. So, wenn ich hier auf den Schlüssel tippe, dann springt das Heck erst auf. Eine andere Möglichkeit gibt es hier nicht. Also unterm Renault-Logo oder so passiert dann leider gar nichts und dann öffnet sich ein relativ tiefer Kofferraum hier mit einer sehr hohen Ladekante. Das ist typisch Clio, muss man tatsächlich sagen, aber dahinter lässt sich alles umklappen und dann haben wir auch entsprechend Stauraum, ein Volumen von über 1000 Liter, 1046 sind es dann genau. Und hier, wenn man das alles nicht umklappt, sondern einfach so lässt, wie es jetzt hier ist, haben wir ein Volumen von 246 Liter. Das ist nicht allzu viel, aber man kommt damit schon klar. So, jetzt geht's weiter im Fahren. Ja, an Bord des Renault Clio. Hier haben wir ein relativ aufgeräumtes Cockpit. Wir haben auch schöne Dekoreinheiten hier so in gewebter Carbonoptik, ein 9,3 Zoll Display. Diese Hochkantformate, die kennen wir ja schon von Renault. Jetzt hier nochmal optional auch diese Größe 9,3 Zoll und auch die ambiente Beleuchtung hier. Die sieht man dann natürlich aber nur nachts. Jetzt sieht man sie leicht in dem Blau, die ist hier so eingefasst. Das sieht ganz gut aus. Es sieht wirklich echt schön aus. Auch diese Armaturen hier zur Klimaautomatik, also zur Klimaeinstellung. Und vor allem diese Systemeinheiten hier, die Systembedienknöpfe hier. Einmal für die Kamera, 360-Grad-Kamera, auch optional. Neben dem System und neben der Ambientebeleuchtung sehen wir echt gut, dass die Auflösung, die ist nicht wie im Audi e-tron GT zum Beispiel, aber sie ist wirklich sehr, sehr gut. Man kann damit auf jeden Fall was anfangen. Man kann es hier auch konfigurieren, so wie man eben die Sicht gerade haben möchte. Ja, und dann ein großes Navigationssystem. Das passt alles sehr gut. Auch die Bedienung funktioniert sehr gut. Die Aufteilung ist sehr gut. Damit kann man wirklich was anfangen. Ja, und dann haben wir vor einem hinterm Lenkrad, das sich übrigens sehr gut fasst, dieses RS-Lenkrad, RS-Line-Lenkrad, es ist nicht abgeschrägt oder abgeflacht unten, aber es liegt trotzdem sehr, sehr gut in der Hand. Es ist schön aufgepolstert, es ist ein sehr gutes Lenkrad, auch mit diesen Bedieneinheiten hier. Das passt wirklich sehr gut. Auch die Größe ist gut. Man fühlt sich auf jeden Fall wohl an Bord hier. Auch in den sportlichen Sitzen hier, auch RS-Line-Ausführungen sieht man auch an den kleinen Fähnchen hier an den Sitzwangen. Man kann hier trotzdem arbeiten. Hätte ich ein manuelles Handschaltgetriebe, könnte ich hier relativ uneingeschränkt arbeiten. Man stößt kaum an, nur so ein bisschen hier an der oberen Ausbuchtung hier. Aber ansonsten halten die einen echt gut, werden wir gleich noch sehen. Und genau, was ich sagen wollte, hinterm Lenkrad haben wir hier ein kleines und feines TFT-Display, weit größer als ein Mäusekino. Alles farblich, was mir die wichtigsten Anzeigen hier rein projiziert. Rechts noch eine analoge Tankanzeige mit LED-Streifen und links die Batterie. 1,2 Kilowattstunden hat sie. Brutto, netto sind es 0,55 Kilowattstunden. Liegt hinten unter der Rückbank. Kann man darauf schließen, wenn netto zu brutto so ein Unterschied ist, dass so ein Puffer eingerechnet ist, kann man darauf schließen, dass sie lange halten sollte. Aber man kann es natürlich nur so, ich kann es jetzt auch nicht professionell und seriös bewerten, aber zumindest ist die Spanne relativ groß, die Differenz, so dass man sagen könnte, okay, sie hält mit Sicherheit etwas länger. So, ebenfalls wichtig ist der Taster hier, das ist der EV-Mode. Wenn ich ihn drücke, kommt hier im Zentraldisplay, also im Cockpit, im virtuellen, entweder ich kann EV fahren, also rein elektrisch kann ich fahren, oder EV ist nicht verfügbar. Das hängt auch ein bisschen an der Ladekapazität, also an der Batteriestand, an dem, wie voll sie ist. Und es liegt natürlich auch an Temperatur und an, wie warm der Motor gefahren ist und wie lang man schon damit gefahren ist. Jetzt im Moment geht es nicht. Zumindest sagt er mir,
ich kann, er ist nicht verfügbar, aber er regelt trotzdem, also er fährt trotzdem rein elektrisch an. Das sehe ich auch hier in dem Display hier. EV heißt, okay, wir können hier wirklich rein elektrisch losfahren. Ich streichel das Pedal auch nur so ein ganz bisschen. Sobald ich natürlich mehr Gas gebe, schaltet sich der Benziner, der 1,6 Liter Saugbenziner dazu. Das werde ich auch gleich machen. Denn wir fahren jetzt ein bisschen sportlicher hier über diesen Kopfsteinpflasterbelag. Jedenfalls jetzt noch die letzten 2 Meter und jetzt sind wir schon auf dem normalen Belag. Man hat gemerkt, das Cockpit oder Innenraum bleibt relativ ruhig. Das lässt auf eine hohe Karosseriesteifigkeit hoffen und schließen. Aber es gibt ruhigere Interieur, aber es passt schon so. Es ist wirklich in Ordnung. Das scheint mir so, dass das Chassis von der Karosserie relativ gut entkoppelt ist. Ich kann hier auch neben dem reinen EV-Mode über das Multisense, über den Multisense-Knopf hier noch die Fahrmodi steuern. Dann kann ich hier eingeben, okay, entweder mein präferierter, MySense, den kann ich dann da unten noch konfigurieren. Dann kann ich noch sagen, okay, Antrieb mit Lenkung. Will ich sie auf Sport haben oder auf Komfort oder auf Mitte? Und dann kann ich noch sagen, das Kombi-Instrument, wie das aussehen soll, die Beleuchtung, in welcher Farbe ich die haben möchte. Und so kann ich MySense komplett konfigurieren. Das ist schön, das ist sympathisch. Und dann kann ich auch auf Sport gehen. Und jetzt stehen mir die kompletten 140 PS in einer sportlichen Abstimmung zur Verfügung. Und jetzt kann ich damit wirklich in Parallelkombination mit Elektromotoren, also volle Leistung auf volle Leistung getrimmt und den Saugbenziner auf volle Leistung getrimmt, kann ich jetzt hier komplett sportlich fahren. Auch der Lenkwiderstand, der ist ein bisschen höher. Das heißt, es ist wirklich ein bisschen knackiger vom Fahrgefühl. Das gefällt mir natürlich immer ein bisschen besser. Dennoch bleiben wir jetzt erstmal auf Eco und gucken, dass wir hier per Rekuperation, und jetzt lege ich auch den Wählhebel hier in B ein, per Rekuperation, dass die kleine Batterie hinten laden, den kleinen Akku, sodass wir nachher in Sport ein bisschen Gas geben können für die Autobahn. Und dieses Laden und Entladen, das passiert dauernd, das passiert auch richtig gut. Man kann sehen, die Batterie geht eigentlich kaum ganz leer, außer man ist auf Autobahnetappen und fährt andauernd die Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h, dann geht er nach ein paar Minuten natürlich wieder zurück auf die 160 km/h, weil die Batterie hinten leer ist und eben keinen Push mehr geben kann dem Elektromotor, dem 35 oder 36 Kilowatt starken Elektromotor, und dann geht die Leistung entsprechend zurück. Aber bis dahin kann er 180 fahren. Alles, was dann über wahrscheinlich 10 Minuten oder so was bei mir jetzt ist, geht da halt immer zurück. So, jetzt werde ich mal hier versuchen, rein elektrisch zu fahren. Man hört den Motor, wenn er sich zuschaltet, wenig. Also er ist sehr gut gedämmt. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und er dreht auch nicht immer voll aus, wie beim Toyota Corolla Hybrid oder beim Suzuki Swayze Hybrid. Er dreht nicht immer komplett in seinem optimalen Wirkungsgradbereich bei 5000 Umdrehungen noch was, sondern er versucht schon auch ein bisschen mitzuregeln, sodass man so ein bisschen das fahrdynamische Regeln eines Motors hier mitbekommt. So, jetzt schalte ich mal auf diesem Landstraßenstück, und was danach kommt, die Autobahn, schalte ich mal auf Sport, sodass wir mal gucken, wie sportlich ist er wirklich. So, beschleunigen kann er, 9,9 Sekunden ist er von 0 auf 100, aber wenn ich jetzt hier wirklich in die Kurven gehen will, dann regelt er mich runter und so, und dann wird er auch ein bisschen unpräzise in der Kurve. Das ist dann halt alles ein bisschen, ja, ein bisschen nicht so präzise, wie man es von einem Renault Megane RS oder so kennt. Das sind wir dann hier tatsächlich ein bisschen weiter davon weg. Jetzt bin ich im Sportmodus und kann trotzdem im reinen Elektrobetrieb starten, wenn jetzt sich der Motor wieder dazu schaltet. Also man muss, auch wenn man ein bisschen Musik anhat und so, man muss genau hinhören und auch genau fühlen, ob der Motor wirklich dann auch läuft oder nicht. Das macht er schon sehr geschickt, und das macht er auch geschmeidiger, deutlich geschmeidiger als vor dem Update, das das Auto bekommen hat, bevor es dann liegen geblieben ist, stehen geblieben ist. Und das ist jetzt ein ganz anderes Fahren als zuvor. Deswegen bin ich gar nicht
böse, dass das Auto stehen geblieben ist, weil sonst wäre ich nicht in den Genuss des Updates gekommen, das jetzt auch wirklich ordentlich funktioniert. So, jetzt auch diese Kurve im Sportmodus ein bisschen flotter. Ja, und dann regelt er mich schon wieder rein und zieht mich so mit in die Kurve rein. Das ist nicht so angenehm von der Kurvendynamik. Und auch jetzt bin ich voll auf dem Gas. Jetzt merke ich, jetzt sind E-Maschine und Getriebe und Ottomotor in Kombination. Und es fehlt so ein bisschen an Punch, muss ich sagen. Er wird noch hier 40 km/h angezeigt, aber hier ist offen. Das war ein Fehler der Verkehrszeichenerkennung. Jetzt geht es bis 165 und jetzt wird es zäh. Jetzt kommt gleich das 120er-Schild und haben wir 180 km/h nicht erreicht, weil ich nur einen Balken noch an Batterie habe. Und das ist das, was ich meinte. Dann geht auch nicht mehr. Jetzt kommt 100er-Schild. Ich gehe mal voll in die Eisen und rekuperiere währenddessen. Bremsen tut er gut. Auch wenn man diesen Brake Blending Point, den merkt man nicht wirklich. Man muss auch wieder genau auf seinen Fuß hören, um diesen Übergang zu merken. Erst rekuperieren, vor allem in Modus B. Ich war jetzt die ganze Zeit in Modus B und nicht in Modus D. Und dann kann man das ein bisschen rausfühlen, aber es ist schon sehr gut gemacht, dieser Übergang zwischen Rekuperationsbremsleistung und wirklich mechanischen Bremsen. Also das passt alles. Jetzt habe ich den kleinen Akku im Heck ausgepowert, aber man hat gesehen, ein Strich war jetzt nur noch drin im Akku und jetzt sind schon wieder drei Striche drin. Klar, bei 0,55 Kilowattstunden, das ist, wo die Ladeleistung hier schwanken kann, oder das Laden, nicht Ladeleistung, aber die Ladekapazität schwanken kann, der Ladeakkustand schwanken kann, so, da ist relativ wenig Spielraum, deswegen dauert es auch nicht lang, bis da wieder drei Striche drin sind. Und ich kann jetzt auch wieder in Eco-Modus gehen und ich probiere mal jetzt auf EV zu gehen und jetzt kommt wieder EV nicht verfügbar. Das ist mir sowieso aufgefallen. Tatsächlich ist es selten, dass EV verfügbar ist. Diese Meldung kommt relativ häufig. Das haben wir, dieses Phänomen, das gibt es bei vielen Vollhybriden auch, unter anderem beim Suzuki Swayze Hybrid, dass dieser EV-Mode einfach selten zur Verfügung steht. Aber was man merkt, auch wenn ich ihn nicht drücke und dann vom Gas gehe und das Gas danach wieder nur so leicht streichle, bleibt er im EV-Mode. Also der Motor, der schaltet sich gerade nicht dazu. Und ich kann hier wunderbar mit meiner elektrischen Antriebsleistung in der Stadt fahren. Und das ist sehr gut und das senkt den Verbrauch. Und das ist der letzte Punkt, den wir jetzt haben. Der Verbrauch, 6,5 Liter stehen jetzt auf meiner Uhr. Ich hatte im normalen Testzyklus mit dem Auto immer zwischen 5 und 6 Liter. Jetzt bei solchen Fahrten, wenn man wieder ein bisschen Gas gibt, und auch davor habe ich das nochmal probiert, auf dem Autobahnstück länger für 180 oder 170 km/h zu fahren, dann geht der Verbrauch natürlich hoch, weil so ein kleiner Motor, vor allem als Saugmotor mit wenig elektrischer Unterstützung, dann bei diesen hohen Geschwindigkeiten natürlich immer ganz schön viel zieht. Aber im ganz normalen Verkehr, wenn man ganz normal das Auto bewegt, auch auf Autobahnen 130 fährt, 140, vielleicht auch im Stadtbetrieb viel elektrisch fährt, das Gaspedal relativ sanft behandelt und auch ein bisschen rekuperiert, dann kann man auf einen Verbrauch von rund 5 Litern, 5 bis 6 Litern auf jeden Fall kommen. Das finde ich schon sehr gut, auch für 140 PS in der Stadt ist das Auto ausreichend motorisiert. Das macht alles Spaß, das ist auch direkt für die Stadt. Allerdings, man merkt, das sage ich auch gleich noch mal im Fazit, man merkt, das Auto kommt sehr schnell an seine Grenzen. Also es ist eben dann doch nur ein RS-Line-Paket und kein RS-Paket. Das äußert sich dadurch, dass es einfach nur Optik ist und keine Technik dahinter steckt. Am Fahrwerk hätte man dann tatsächlich noch ein bisschen mehr machen können, finde ich. Denn wenn man schon so ein kleines, quirliges Auto hat mit so viel Power, mit so viel Drehmoment und Leistung, dann hätte man das Fahrwerk ein bisschen sauberer, ein bisschen schöner abstimmen können. Ja, der Renault Clio E-Tech 140, der ist ein schickes, kleines Auto, was wirklich was hermacht und das mit einer ordentlichen Technik unten hier wirklich aufwartet unter dieser Haube. Sie ist kompliziert, sie ist sehr komplex und da war sie in unserem Test auch fehleranfällig. Das habe ich Ihnen nicht verschwiegen. So,
Aber wir haben hier es trotzdem mit einem sehr intelligenten und effizienten Antriebsstrang zu tun, der sehr kraftvoll ist. Also wenn man mit diesem Auto auch ein bisschen Gas geben will an der Ampel, dann kommt unter diesem Antriebsstrang richtig Power hervor. Klar, wen wundert's? Wir haben auch das Drehmoment der Elektromotoren. Das ist entsprechend gewaltig, entsprechend groß. Die Vorderachse, die bekommt das Drehmoment von über 200 Newtonmeter ordentlich auf die beiden Vorderräder. Also das Gripniveau ist auch da. Das heißt, er dreht nicht durch bei diesem Drehmoment, auch wenn es kein Allradfahrzeug ist. Aber dieses Auto macht dann auch in diesem Modus, in dem richtigen Modus an der Ampel in der Stadt Spaß. Wenn man damit aber wirklich sportlich unterwegs sein will, dann kommt der Renault Clio E-Tech an seine Grenzen. Das merkt man dann nicht nur aufgrund von Fahrwerksfeinheiten, die eben nicht da sind. Das RS-Line-Paket ist eben dann doch nur ein Optikpaket und kein sportlich dynamisches Paket. Das war's hiermit mit diesem Fahrzeug vor allem und auch mit dem Suzuki Swayze. Das Fazit hatte ich ja schon im Innenraum gemacht des Fahrzeugs. Damit schließen wir hier. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zugeschaut haben. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren und auch den Fahrbericht, den vollständigen Fahrbericht und Fahreindruck auf www.automativ.de nachzulesen und vor allem auch die Ausstattungsliste hier nicht zu verpassen. Und dann können wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen.